war noch nie auf Zypern, muss ich sagen. Als Spieler hat es mich nie hierher verschlagen, auch in anderen Funktionen nicht. Deswegen ist es das erste Mal hier. Ich weiß immer, dass es ganz schwere Spiele sind, eigentlich hier auf der Insel auch zu spielen. Aber trotzdem, wir sind hergekommen, auch um die Gruppe auch klar zu machen. Wer hätte das gedacht, als wir begonnen haben, dass wir am vierten Spieltag vielleicht das ganze Ding schon zumachen können. Aber Apollon hat auch gezeigt, dann auch in der Phase, auch in der zweiten Halbzeit, auch in Frankfurt, dass sie Fußball spielen können, ja, und dass sie auch, uns auch wehtun können. Und sie spielen hier zu Hause, vor heimischem Publikum auch. Und ich glaube, sie werden sich schon versuchen, auch anders zu präsentieren hier und versuchen auch Punkte mitzunehmen. Also sie haben Marseille hier 2:2 bespielt. Auch Lazio wird hier keinen Selbstläufer haben, hier gegen Apollon zu spielen. Also es ist eine Mannschaft, die sehr erfahren ist, fußballerisch, individuell sehr stark ist. Mannschaftstaktisch habe ich sicherlich Probleme da gesehen. Das müssen wir nutzen. Aber es wird nur an uns selbst liegen, was wir daraus machen. Und da brauchen wir uns um Limassol eigentlich gar nicht so viel kümmern. Das ist auch ein wichtiges Fingerzeig auch für die Jungs, die auf dem Platz stehen. Weil es gibt ja, und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wenn du dann irgendwo spielst auswärts und da sind vielleicht so 100 Leute mit dabei gefühlt. Ja, dann, ja gut, okay, da kann auch sein, dass vielleicht so nicht dieses selber eigene Anspruchsdenken da ist, oh, ich muss jetzt aber alles geben oder so. Aber wenn ja dann natürlich 4.000, 5.000 da sind, ist es ganz anders. Dann nehmen die Jungs das schon wahr und sagen, hey, wir sind jetzt so weit hergeflogen, wir müssen jetzt auch alles raushauen. Ja, so. Ja, wir müssen ein gutes Spiel machen, wir müssen das Spiel gewinnen. Und deswegen ist das natürlich, das macht uns stolz und da sind wir sehr glücklich drüber. Wir hoffen, dass alles auch sehr friedlich bleibt, dass einfach eine gute Stimmung im Stadion ist. Aber da gehe ich von unseren Fans eigentlich davon aus, dass es genauso ist. Ja, dass wir einfach wirklich auch die Leistungen abrufen, die in uns steckt im Endeffekt. Dass die Jungs auch die Qualitäten auch genauso auf den Platz rüberbringen. Als mannschaftliche geschlossene Einheit, muss man ganz klar sagen. Und dann das Individuelle natürlich, dass die Jungs sich da auch weiterentwickeln. Dass da auch Sprünge zu sehen sind bei dem einen oder anderen auch in dieser Entwicklung, auch bei den jungen Spielern, das gefällt mir sehr gut. Die Erfahrenen, die spielen ihren Part sehr souverän runter. Es passt, es ist schön, es ist gut zu sehen. Es ist trotzdem noch ein weiter Weg in der Saison, das wissen wir. Aber wir nehmen das natürlich auch sehr gerne mit, diese Momentaufnahme, und versuchen die natürlich so lange wie möglich zu ziehen. Das ist ganz klar. Irgendwann wird es vielleicht auch mal wieder schlechter sein. Muss nicht heute sein, ja, kann irgendwann mal sein. Aber für die Jungs ist es ein wichtiger Fingerzeig und gibt ihnen sehr viel Selbstvertrauen, dass sie sehen, eigentlich, was sie leisten können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Also interessant war ja so, dass es auch im Geist schon so war, dass ich zum Trainer gesagt habe, das ist eine richtig gute Truppe da. Ja. Ich glaube, dass er noch nicht so ganz geglaubt hat dran an die ganze Geschichte. Aber ich kenne die Mannschaft besser und ich kenne die Spieler besser und wusste genau, was du ihnen abverlangen kannst und was für eine Mentalität die vor allem haben. Und deswegen war das eigentlich ganz, ganz gut zu sehen, eigentlich auch schon, auch bei den Niederlagen, die wir da in dem Trainingslager hatten, habe ich unheimlich viele Dinge gesehen, die mir unheimlich gut gefallen haben. Ja. Und das habe ich auch offen auch angesprochen, auch intern. Da war ich auch davon überzeugt, dann haben wir noch den einen oder anderen dazu bekommen mit Kevin Trapp, mit Philipp Kostic, so die Puzzlestücke noch zusammengefügt. Und das sieht dann schon sehr, sehr, sehr gut aus, dass wir schwer in die Saison kommen. Das war mir auch bewusst. Das habe ich auch frühzeitig angesprochen, dass es so kommt. Dass wir wahrscheinlich dieses Jahr sehr schwer in Tritt kommen, weil für uns ist für Eintracht Frankfurt insgesamt eine neue Situation war, dass wir 7 Spieler bei der WM hatten. Und wenn man überlegt, außer Luka Jovic sind alle über die Gruppenphase rübergekommen und kamen sehr spät dann auch zur Mannschaft, immer so stückchenweise. Dann haben wir natürlich einen neuen Trainer. Ja, ja. Der muss sich auch erstmal natürlich an die Liga gewöhnen, dann auch an die Umstellung, muss auch die Spieler besser kennenlernen. Und da war klar, dass wir nicht so schnell ins Rollen kommen. Ja. Hat nichts damit zu tun, dass man dann deswegen in Ulm rausfliegt. Ja. Aber so panisch war ich in der Form gar nicht, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt 2 Umbrüche erlebt und das war jetzt der 3. Umbruch. Ja. Wir wussten, dass wir gute Jungs haben. Und die Jungs brauchen Vertrauen, die brauchen Siege natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt. Die haben wir dann auch geholt, ja, weil sie natürlich auch die Mentalität besitzen. Also die Ruhe habe ich in der Hinsicht eigentlich nie verloren. Also, oder man muss mich, man kann mich, wie sagt man so schön, strafen lügen, wenn ich irgendwo was mal Negatives gesagt hätte dazu, ja, zu dem Thema in der Anfangsphase. Aber da war ich eigentlich sehr entspannt und sehr ruhig. Ja, das wird Eintracht Frankfurt immer begleiten. Ich glaube, das ist ganz normal. Höchstens der Goldene Ritter kommt irgendwann um die Ecke. Und ja, schüttet uns zu mit Kohle. Ja, wir wissen, dass wir ein gehobener Ausbildungsverein sind, das ist so. Wir sind ein toller Traditionsverein. Wir haben unheimlich viel Wucht, aber wir entwickeln auch weiter. Ja, und wir werden mit Sicherheit auch schauen, dass wir auch den einen oder anderen Spieler natürlich behalten können. Aber es wird auch die Frage sein, wie schneiden wir sportlich ab? Und das werden wir dann am Ende der Saison sehen. Ja, wenn wir natürlich dementsprechend gut abschneiden, ist es auch viel einfacher, auch den einen oder anderen Spieler zu behalten und weiter
an dieser Substanz zu arbeiten, auch für die Zukunft. Ja. Und einfach nur nicht einige Spieler vielleicht noch dazu zu holen. Ja. Es wird immer Veränderungen geben bei uns. Ich glaube, das ist eine Normalität. Ich bin sehr realistisch da, bin kein Träumer und mache meinen Job einfach. Ja. Ja, das erste Drittel ist schon ordentlich, muss man sagen. Ja. Also wenn man auch diese Phase jetzt auch hat und natürlich eine schwierigere Anfangsphase. Aber insgesamt müssen wir uns schon glücklich schätzen und froh sein, dass wir so eine Phase haben. Und dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen, das haben wir uns auch erarbeitet und auch verdient. Das haben wir uns nicht irgendwo erkaufen müssen. Ja. Ja, oder. Und deswegen glaube ich, und bin der festen Überzeugung, dass es eine gute Basis auch für die Zukunft ist. Ja. Es wird jetzt noch hart bis zum Winter. Wir müssen jetzt die Länderspielpause dann nochmal rumkriegen und dann geht es nochmal richtig ins Eingemachte. Richtig gute Gegner stehen davor, vor der Tür. Deswegen wäre es umso wichtiger, dass wir heute auch weiterkommen. Und wenn wir heute weiterkommen würden, in der Gruppe schon, dann kannst du auch die zwei letzten Europa League-Spiele natürlich auch dem einen oder anderen eine Chance geben, auch ein bisschen und das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja. Man kann sich mehr auf die Bundesliga noch fokussieren, ja, weil das ist unser täglich Brot und am Ende des Tages wird da abgerechnet. Ja.